Herr Präsident, meine Damen und Herren, was bedeutet die elektronische Fußfessel für sogenannte Gefährder? Sie bedeutet, viele Menschen, von denen wir nicht wissen, ob sie jemals eine Straftat begehen werden, müssen einen GPS-Sender am Körper tragen. Nach Ihrem Antrag wäre das aufgrund einer Prognose weit im Vorfeld von der Begehung von Straftaten möglich. Und zwar entweder, Herr Dörstelmann hat es ja schon beschrieben, entweder wenn bestimmte Tatsachen vorliegen, die die Annahme rechtfertigen, dass diese Person eine terroristische Tat begehen wird. Okay, das wären zumindest Tatsachen. Oder aber, wenn ein nicht näher definiertes, das ist jetzt Zitat aus Ihrem Text, ein individuelles Verhalten eine konkrete Wahrscheinlichkeit begründet für so eine Tat. Da frage ich mich schon, was soll dieses individuelle Verhalten sein? Dass jemand das Wort Bombe googelt? Und wie hoch soll die Wahrscheinlichkeit sein? Es ist doch völlig spekulativ. Und deswegen finde ich, diese Formulierung ist für so einen schweren Eingriff in die Persönlichkeitsrechte nicht hinreichend bestimmt, meine Damen und Herren. Und im Grunde ist es ja ein Blick in die Glaskugel. Und gerade der Fall Amri hat gezeigt, es ist richtig schwer zu bewerten, ob jemand eine Gewalttat plant oder nicht. Und dazu kommt noch, nach dem, was wir bis jetzt wissen, da wäre sowas gegen Anis Amri ja überhaupt nicht angeordnet worden, weil man ihn damals überhaupt nicht als gefährlich eingestuft hat. Und selbst wenn, da muss man sich ja schon mal überlegen, was die Wirkung einer solchen Maßnahme ist. Was bringt das? Kollege, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Woldert von der AfD? Nein, ich möchte keine Zwischenfragen. Nicht in der ersten. Eine elektronische Fußfessel ist ja nichts weiter als ein Peilsender, der Alarm auslösen kann. Den kann man ablegen, den kann man aus dem Fenster werfen, den kann man auch dran lassen und eine Straftat begehen. Und glauben Sie wirklich, ein Attentäter wie Anis Amri hätte sich von so etwas abhalten lassen? Also ich finde, dieses Instrument ist zur Verhinderung von Terroranschlägen nicht geeignet und deswegen glaube ich nicht, dass wir sowas brauchen, meine Damen und Herren. Und es gibt ja Alternativen. Wenn ein Gericht anerkennt, dass es Anhaltspunkte für eine schwerwiegende Straftat gibt, dann kann eine Observation stattfinden, dann kann eine Telekommunikationsüberwachung stattfinden und vieles mehr. Da muss man natürlich dafür Sorge tragen, dass solche Maßnahmen auch effektiv durchgeführt werden. Das hat zum Beispiel Ihr Kollege Henkel nicht hingekriegt, Herr Dregger. Und auch hier hat der Fall Amri gezeigt, es gibt genug Instrumente, um gegen Terrorverdächtige vorzugehen. Man muss sie dann halt auch anwenden. Aber so ein Placebo wie die Fußfessel, das bringt nun wirklich wenig und deswegen sollten wir davon Abstand nehmen. Danke.